Pokémon und Entwicklung gehören zusammen wie Pizza und Ananas. Deswegen zwingen wir unsere Pokémon heute dazu, sich mit jedem Level-Up weiterzuentwickeln. Alle Entwicklungen sind natürlich komplett random. Und wir dürfen unsere Pokémon bis zu 5-mal weiterentwickeln. Und wenn wir beide uns jeweils ein Team aus 6 Pokémon entwickelt haben, dann kämpfen wir. Oh, diese Luft hier in Kitakami ist einfach so natürlich. Und natürlich ziehen wir jetzt auch los und suchen unsere Pokémon hier in der wunderschönen Provinz von Kitakami. Was haben wir denn hier Schönes? Boah, eigentlich? Du bist doch jemand, der auf keinen Fall enttäuscht. Komm, dann nehmen wir dich direkt mit, wenn du einmal hier dumm rumstehst. Auf geht's, Digga. So, dann kommen wir auch direkt zur Entwicklung Nummer 1 von potenziell 5. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Vielleicht hier direkt was richtig... Wir nutzen Entwicklung Nummer 2. Kann ich ja gar nicht leiden, diesen komischen Sushi-Fisch, Digga. Nee. Stopp aus. Entwicklung Nummer 2 wird jetzt aber bestimmt ein Banger. Ja, I mean... Nee, wir machen doch mal eine Nummer 3. So, auf geht's. Entwicklung Nummer 3. Und langsam wird's mal wirklich Zeit, dass ein Banger dabei rauskommt. Vielleicht verpokere ich mich ja auch gerade, aber nö. Ich würde sagen, der ist es. Boah, und jetzt fängt es ja auch noch an zu regnen oder was? Ich glaube das ja wohl nicht. Oh, hallo. Man trifft nicht auf deine Gottheit einfach so auf der Straße, aber ich bin sehr erfreut. Hallo. Oh, guck mal, ein Tarnhill, Alter. Komm, dann nehmen wir den doch einfach mit, oder? Ja, hier so im regnerischen Kitakami, wo die Luft so schön ist, entwickeln wir mal unsere Tarnhill zum ersten Mal. Und dabei rauskommt Rokara. Und das werden wir auch direkt weiterentwickeln. Mann. So, das ist die zweite Entwicklung. Und Rokara wird jetzt bestimmt... Boah, wenn ein Dianzi rauskommt, hätte ich gar nicht mehr was dagegen, aber es... Was? Schnell die dritte Entwicklung zwirbeln, Alter, damit der Flattermann aber direkt wieder... Hau ab! Mach dich aus meinem Blickfeld, Alter! Weiter. Das müsste Entwicklung Nummer 4 sein, hoffe ich jetzt einfach mal. Ihr werdet es hier irgendwo sehen, ich nicht. Und oh, come on, please, es muss aber mal was kommen, Alter. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, Rokara weiterentwickelt zu haben, bin ich ehrlich mit euch, Alter. Komm, Creakle, du bist keine Enttäuschung. Du bist ein Mann. Huh? Habe ich nicht eben gerade noch von Dianzi gesprochen, Digga? Boom, es ist da, Digga. Was ist denn los? Eines der 6 Kleinode Kitakamis. Ich habe auch ein Kleinod. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ein Kleinod ist. Was ich aber weiß, ist, dass wir natürlich hier Pokémon fangen wollen. Ich glaube nicht Knapfel. Ich bin in eine Natter gelaufen. Sie ist sehr, sehr gefährlich. Und dementsprechend werden wir sie auch unserem Team hinzufügen. Also laut unserem Meeting dürfen wir jedes Pokémon bis zu 5-mal entwickeln. Da werden wir ja wohl irgendeinen Banger aus Rettern rausbekommen, oder? Die Frage ist nur, wie weit gambeln wir? Ich würde sagen, hier gambeln wir noch eine Runde weiter. Der hat zwar geile Augenbrauen so, muss man sagen, schon stylisch irgendwie, aber... Mimikma gefällt mir da schon besser. Gut, wir haben noch 3 weitere Entwicklungen, ne? Ich würde sagen, da können wir schon noch ein bisschen gamblen. Oh, da hinten ist ein Eisendorn kurz gewesen im Background. Holy shit! Eisendorn wäre ein Pokémon, womit ich, glaube ich, leben könnte. Aber ich will schon so... Ich will schon Legendary Shit haben. Oder Scarabax. Scarabax ist natürlich auch super. To be honest, mag ich Scarabax schon, aber ich glaube, wir gehen weiterhin Risiko und hoffen... Also, wenn jetzt was mittelmäßig Gutes rauskommt, dann bin ich, glaube ich, zufrieden damit. Dann sage ich einfach... Stopp! Ich hoffe nur, dass jetzt nicht 2-mal Shit rauskommt. Dann würde ich es bereuen. Vielleicht habe ich hier nicht den richtigen Riecher gehabt, wenn ihr versteht, was ich meine. Komm schon, das nicht. Komm schon. Ich wollte sagen, es kann ja nicht mehr schlechter werden. Und ich habe es extra nicht gesagt, weil ich wusste, dass das hier passieren könnte. Und es ist passiert. Wir haben einen Mauzi. Ich würde daher sagen, wir machen uns mal ganz schnell auf einen anderen Weg. Weg aus vom Kristallsee. Ich kann kein Deutsch mehr. Der Uniyama mit einem Granfogita mitten in den Bergen. Eigentlich ja schon ganz cool, ne? Ich würde sagen, wir gehen da einfach mal rein und nehmen den mit. Wenn der hier schon oben chillt, why not? Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir hier oben entwickeln. Ich erwarte, dass wir eine eigene Animation bekommen, aber wir gucken. Ja, wir gehen in den Screen. Na gut, vielleicht bringt uns das ja ein bisschen mehr Glück. Ja, jetzt ist halt die Frage, müssen wir umso krasser gambeln, weil wir jetzt reingeschissen haben? Oder sollten wir jetzt auf Nummer sicher gehen, weil wir schon reingeschissen haben? Vielleicht geben wir uns mit solidem Stuff zufrieden einfach heute. Dann sind wir mal am Fuß des Berges und am Fuß des Berges. Quasi, da kann ja, da, ich mir fällt nichts ein, was ich reden kann. Das nehmen wir, das loggen wir ein. Ist egal, ich brauche nichts reden, ich brauche nicht witzig sein. Wir nehmen das einfach. So, was finden wir denn hier für Banger?
Haus. Hallo, 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 meine Freunde. Na? Ich lasse euch heute mal links liegen, ne, weil ich gar keinen Bock auf euch habe, denn ich will euch eigentlich entwickelt kriegen. Ja, wobei, eigentlich schadet es ja auch nicht. Eigentlich schadet es ja auch nicht mal, so ein Arktos weiterzuentwickeln, oder? I mean, das macht man ja auch nicht so oft. Naja, dann schauen wir doch mal, was daraus wird. Wir haben ja auf jeden Fall eine mannigfaltige Auswahl von tollen Paradox-Pokémon, Starter-Pokémon, Legenden. Und wir bekommen den. Ich glaube, ich entwickle den jetzt gar nicht weiter. Der ist eigentlich gut. Und jetzt wird es auch langsam Nacht und dieses Quajutsu wird mich bestimmt verfolgen wollen, oder? Komm, put. Ihr kommt, put. Alter, ah! Okay, ich nehme einfach mit. Entwicklung Nummer 1. Quajutsu, Tauros greift mich da hinten im Hintergrund schon wieder an und wir bekommen Ursaring. Oha. Ja, wir machen mal weiter. Okay, auch Ursaring entwickelt sich weiter. Natürlich tut sie das. Ich zwinge sie ja dazu. Und aus Ursaring wird ein mächtiges, tolles Kapalores. Grundsätzlich gar nicht verkehrt. Ja, wisst ihr was? Ich behalte den einfach. Und am Fuß des Berges gibt es ein Hooper. Auch strong. Aber ich würde sagen, Hooper nehmen wir nicht, weil dann kriegen wir das wahrscheinlich in der Entwicklungsreihe nicht mehr. Aber das ist ein Cosmog. Den würde ich nehmen. Was läuft weg? Nein! Jetzt lasst mich zu Cosmog! Cosmog ist doch ein guter Start. Das ist ein Legendary, aber keins, was man haben möchte. Wir gehen aber mal an einen schöneren Ort, würde ich sagen, zum Entwickeln, oder? Hier ist alles so grau und trist. Und hier unten, in den nassen Wasserfeldern, da sehe ich unser Cosmog doch erblühen. Und ein Pokémon, ein legendäres Pokémon, das sich entwickeln kann, kann ja auch nur eine legendäre Entwicklung haben, right? Right! Er fliegt und strampelt und schwimmt und alles gleichzeitig. Ich weiß nicht, warum er es tut, aber den nehmen wir. Boah, Alter, was ist denn hier los? Deoxys, Keldeo, The Root und ein Kappen-Pikachu. Let's go, Alter. Was machst denn du hier? Cool, dich mal zu sehen. Ich bin ehrlich mit euch, es hat uns gerade sehr viel Glück gebracht, hier unser Pokémon zu entwickeln. Pikachu natürlich auch, eine einzigartige Legende. Logische Schlussfolgerung, wir entwickeln den natürlich hier. Oh, guck mal, wie er schwimmt. Das ist nicht süß. Der wird zu einem... Oh, wow. Ich dachte ganz kurz Cobalion und dann kommt er plötzlich daher. Was willst denn du hier? Mach dich ab. Aber es kann ja jetzt nicht auch dauerhaft auf Anhieb klappen, ne? Dass wir hier immer wieder einen Banger bekommen. Deswegen gehen wir rein in die nächste Entwicklung. Dieses Mal hier einfach so mitten auf der Straße. Und? Ja, diese Straße führte wohl in einen Tunnel, nämlich ins Maul von Ultrigaria. Noch haben wir ein paar Entwicklungen übrig und die werden wir nutzen, meine Freunde. Erinnert ihr euch noch an diese Bushaltestelle? Hier irgendwo hat dieser eine Schüler hingekotzt. Von daher... Vielleicht gibt uns der gute Kyogre ja jetzt aber die Kraft, unser Zubiris zu einem Banger zu entwickeln, nämlich... Hypno. Wir haben noch eine Entwicklung übrig. Ich sag immer nur Risk No Fun, oder? Wir haben jetzt einen Flop bekommen, aber zwei Banger. Wir risken es nochmal. Hat sich vorhin nicht gelohnt zu risken, aber wir risken jetzt. Ich will nicht Hypno haben. Guckt euch an, der sieht aus wie Blocky. Akzeptiert. Er schwingt sein Pendel und hypnotisiert vielleicht den Randomizer. Er hypnotisiert den Randomizer. Oh yeah, oh yeah. So, ich bin jetzt am See angekommen. Und wollen wir doch mal gucken, ob wir am See auch noch ein paar bangerhafte Banger finden. Aber ich gehe mal schwer davon aus. Ja, I mean, Felino ist es jetzt nicht unbedingt. Aber wir finden hier doch bestimmt... Ach, guck mal hier, ein Lasho King. Ja, daraus wird doch bestimmt auch was Großartiges. Und Entwicklung Nummer 1 startet auch sogleich. Und dann sind wir mal gespannt, was daraus wird. Komm, das kann schon mal wieder... Oh, ich liebe den! Oh mein Gott! Ich liebe den! Was? Boah, aber der ist halt auch eigentlich scheiße, aber ich liebe den. Ich glaube, ich behalte den auch. War vielleicht nicht die überweiseste Entscheidung, weil wir ja schon Pflanzen-Pokémon haben, aber I mean, das ist mir doch egal. Ich falle jetzt einfach in diese Höhle hier rein. Es juckt mich gar nichts. Hallo? Naja, laufen wir mal noch ein Stück weiter in die Höhle. Ja, moin. Und guck mal, wen ich hier gefunden habe. Den nehmen wir uns doch glatt mit, Alter. Einmal ein Meisterball in dein Gesicht. Du sehr langes Pokémon, wie auch immer du in diese Höhle passt. Wieso kommt der Ball so nah? Ich weiß es nicht. Ich bin mal aus der Höhle rausgegangen, damit Endynalos genug Platz hat, sich hier zu entwickeln. Und ich glaube, am Platz der Gefährten sind wir auch genau richtig, um etwas Großartiges... Ach so, naja, dann entwickeln wir mal lieber weiter, oder? Auf geht's. Ach so, ja, das ist doch sehr in Ordnung, I guess. Den nehme ich mit.
Hier ist aber schön. Hier leuchtet super toll. Ansonsten ist eigentlich einfach nur dunkel. Oh, ein Sonderbonbon. Das ist gar nicht so schlecht, dass wir das mit jetzt noch finden. Können wir gut gebrauchen. Aber was wir auch gebrauchen könnten, wäre mal ein Pokémon, oder? Hallo? Ein Duflor, ein Nebulak, ein Griffel. Nichts, was mich so richtig anmacht, muss ich sagen, ne? Hallo? Es gibt keine Pokémon mehr in diesem Areal. Hier ist alles tot. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Vielleicht kam Necrozma und hat Licht des Löschens eingesetzt. 6,5 Stunden später. Oh, ein Sesokitz, ein Legios und ein Terrapagos. Oh. Und ein Meloetta auch noch. Und ein Seacrom. Holy shit. Hier ist Action. Jetzt erklärt es, warum hier nichts mehr lebt. Feurigel und Endivier. Aber auch ein Banger, ne? Muss man sagen. Komm, Scarabon ist ein cooler. Also, du bist umgeben von Bangern. Das heißt, du musst auch zu einem Banger werden, Mr. Scaraborn. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch weitermachen. Auch wenn du ein kleiner Süßi bist. Ich mag dich sehr gerne. Komm, werd zu was Krassem. Zum Beispiel Mogelbaum. Ich glaube, bei 3 Entwicklungen können wir uns da noch ein bisschen Risiko erlauben. Mogelbaum entwickelt sich. Mogel, Mogel. Mogel, Mogel. Knuffisch ist okay, aber nicht sehr ansehnlich. Und das war schon bei Hypno eine gute Entscheidung, da nochmal eine Runde weiterzumachen. Dieses Mal. Oh. Digga, das ist ja. Das ja. Also. Okay. Ja, wisst ihr was? Dann können wir Blocky doch auch nochmal einen Gefallen tun. Dann gehen wir nochmal in Legendary rein. Dann hat der Terrapagos ein relativ neues oder eines der neuesten Pokémon auch nochmal im Video mit dabei. Freut er sich bestimmt. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Und wisst ihr, worüber er sich auch freuen würde? Wenn ihr mal ein Däumchen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da lassen würde. Denn der ballert echt guten Content. Also jetzt supportet das auch mal ein bisschen mehr. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Boah, hier ist noch ein mächtiges Nasknet. Nasknet hat uns eben schon Glück gebracht. Von daher würde ich sagen, entwickeln wir auch hier. Da ist das Nasknet im Hintergrund. Warte, es läuft weg. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen, oder? Aber man sieht noch so ein paar Sparkle. Das muss reichen. Boah, ich dachte erst, Digga, was kommt da für ein großes Riesenvieh raus? Und dann ist es er hier. Zweite Entwicklung wird eingeläutet. Vielleicht ist er da hinten. Er schreibt Mist. Ja, unser Glücksbringer. Wir werden sehen. Ich würde sagen, das ist ein klares... Ja, also nochmal rein. Let's go. Oh, weiser alter Mann, der Mist schreit im Hintergrund. Führe uns durch den Nebel, denn Mist bedeutet Nebel auf Englisch. Und bring uns... ins Licht. Rabigator ist fein. Ey, wir haben aber so kranke Banger. Komm, bisschen dem Blocky noch mehr Schnittarbeit geben, da sehe ich uns schon. Rabigator, der du strahlst unter dem Nachthimmel, werde zu einem Yanmar. Ich weiß nicht, ob das schon unsere letzte Entwicklung war. Ich glaube, eine haben wir noch, oder? Viel schlechter als Yanmar kann es theoretisch nicht werden. Ich weiß, es gibt noch ein paar Pokémon. Aber Sonnenkern haben wir auch schon abgehakt. Also ist jetzt nichts, was wir typing-technisch brauchen, aber der sieht unfassbar sexy aus. Und von daher bin ich da sehr zufrieden mit dem. Nein, der Schulhof! Wieder back to the woods, Alter! Oh mein Gott, Alter, was ist das für ein threatender Lied? Moin! Okay, ich habe richtig, richtig Angst, ne? Wir Säure speiern erstmal. Bam! Säure speier, okay. Das ist absolut wild. Oha! Erdanziehung. Let's go, Erdanziehung. Ich hab sehr Angst. Let's go, Orkan, baby. Ist das direkt ein KO? Das ist direkt ein KO, natürlich. Aber Alola Mauzi ist gekommen, um zu vernichten. Okay, Schattenstrahl. Schattenstrahl. Hilfe, Hilfe. Auf -2. Macht sowas wie Schaden, ja. Was hast du jetzt eigentlich gerade eingesetzt? Orkan, ne? Oh, Junge. Wie schnell ist denn der so? Ist der schneller als meine Boys? Ja, aber Ho ist eigentlich nicht so schnell. Ja, eben. Du bist so gemein. Weg. Du bist so gemein, ne? Streusat! Ja, Grasfeld ist da. Umk. Ich weiß nur nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber... Ist für mich gerade besser als für dich, sag ich. Digga, stopp doch Verwirrung. Jetzt. Verwirrung. Nein. Frühlingsorkan. So, der -2 war nur ein Bluff. Sehe ich den Punkt, ja, doch. Ja, und jetzt steht da halt Lederking so, ne? Oh, lecker KP, Alter, geil. Könntest du mal aufhören damit jetzt? Der ist immer gut für Thumbnails. Thumboy. Oh. Ja, das ist eine sogenannte Terrakristallisation. Terrakristallisierung. Kristallisation. Kristallisierung. Ich bin Pflanze im Grasfeld. Wenn ja, ich jetzt noch einen Pflanzenmove hätte, wäre crazy. Boah, das wäre echt ein bisschen zu crazy, I guess. Komm schon, bitte, mach genug Schaden. Mach den einfach weg. Ach du Scheiße. Oh Gott sei Dank, Alter. Das war viel zu wenig Schaden, ne? Richtig unangenehm. Rasender Stier! Oh mein okay. Gott. Okay, ja, dann tschüss, ne? Das ist schön mit dir. Ist so unfair. Kann auch leider rein. Auch nicht missen.
Mit der Erdanziehung eher nicht, nee. Abwaschakquise. Ja, du hast nämlich den Abwasch vergessen. Holzhammer! Holzhammer! Leider so viel Knockback, aber wir müssen da rein. Meine die Euer. Das war's dann mit Lethalking, aber er hat gute Arbeit gemacht. Erdanziehung. Ja, und jetzt darf ich gerne schneller sein. Dankeschön. Okay, aber der stirbt doch nicht. Ja, aber Flinch. Nö. Das war so klar. Aua. Let's go. Oha. Aua, aua, aua. Weiß ich jetzt gar nicht, Alter. Und das Gras fällt noch dazu. Hey, Dirk, immer rein da, sag ich. Tschüss, Thumboy. War schön mit dir. Den könnte ich später halt nochmal gebrauchen. So. Deswegen gehen wir da erstmal raus. Ach du Scheiße. Freeze, Double Freeze, Dreifach Freeze. Du brauchst... Digga, du brauchst gerade nichts. Aber instant aufgetaut. Wild. Bin mir nicht sicher, ob dein Royal Schwert liegt. Boah. Lecker. Das war aber eine ganze Menge Schaden, du. Ja, der Blizzard aber auch, mein Freund. Das gefällt mir jetzt nicht so gut, ne? Sagen wir mal, was ist Duftwolke? Okay, ja. Das habe ich in Ordnung für mich. Ja, ich glaube auch. Der Blizzard Miss. Auf Richie. Und! Oh, das ist aber frech. Das ist schon sehr nett, finde ich. So, mach ich weg. Feuerpeitsche, natürlich, hat er auch noch. Ich deck. Let's go. Jetzt kommt meine VGC-Erfahrung. Bam! Luftschnitt. Da hat man viel Erfahrung für gebraucht. Dann machen wir jetzt den Jungen. Okay. Und natürlich noch den Jungen. Vitalsiegen. Let's go. Ach du Scheiße. Da wollen wir doch mal unsere starken Pokémon zurückholen. Yes, sir. Vitalsiegen ist gemein. Aber wirklich. Au! Oh mein Gott, nein. Das wäre jetzt gar nicht so nett gewesen von dir, Mann. Ja, ich weiß. Oh ja, aua. Das ist nice. Tschüss. Ciao, ciao. Was? Oh mein Gott. Au! Ich habe mich schon gefragt, warum, als ob du nicht so asozial bist und Yunago wäre spielst. Oh Mann, das macht ja eine Menge Schaden. Wow, wow. Ich habe halt leider nur Knockback-Moves. Tja. Das fuckt mich sehr ab. Das ist blöd. Diese Tarnsteine tun so weh. Also ich glaube, sonst wäre ich auch gestorben im Sturzflug, aber trotzdem. Ich meine, ist ja schon mal gut, den wegzuhaben, dass du nicht noch einen Mon beleben kannst, aber... Das ist wahr, ja. So, und jetzt hast du ja noch einen Präzisionsschuss gegen meinen Diane. Genau, aber der killt ja... Okay. Nur mit Crit. Mhm. Ja, aber hat der nicht eben mit Crit auch nur 50% gemacht? Ja, war halt ein Roll, ne? Dann nehme ich mit. Das okay, hast du jetzt nur noch ein Pokémon? Hast du jetzt nur noch Dacko 91 oder zwei? Ich habe jetzt nur noch Dacko 91, ja. So. 91. Oh, der! Moin. Ja, ich wollte was Schnelles für Koraidon. Und dann dachte ich, ich krieg noch ein zweites Mal raus. Und dann ist die Yonago-Bero aber so spät getriggert. Well. Okay, das ist jetzt. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie Leta King breaken, so, ne? Aber. Das wäre auch schwierig gewesen mit Feuerpeitsche. Let's go! Du siehst wie jemand aus, der auf Random-Entwicklung steht. In diesem Video hier haben wir unsere Pokémon ebenfalls random entwickeln lassen. Also schau unbedingt in dieses Video rein.